Einen wunderschönen guten Tag. Mit am Start in diesem Video sind noch meine restlichen Braids-Haare. Ich möchte gerne heute mit euch darüber sprechen, wieso ich mir kein zweites Mal Braids gemacht habe. Ihr erinnert euch bestimmt noch, ich war recht begeistert. Ich fand das super cool, richtig schön und war richtig begeistert, plötzlich so lange Haare zu haben. Wieso habt ihr mich also kein zweites Mal mit Braids gesehen? Schöne, lange, dicke, geflochtene Haare. Hört sich doch eigentlich schon ziemlich nice an, oder? Was hat mich selber also so stark gestört, dass ich mir kein zweites Mal Braids gemacht habe? Es gab so ein paar Dinge, die sind mir persönlich schon ein bisschen auf die Nerven gegangen während meiner Zeit des Braids-Habens. Und man muss definitiv auch sagen, es ist auch jedes Mal eine Überwindung, wenn man weiß, okay, ich werde einige Stunden meines Lebens da rein investieren, mir diese Braids zu machen. Oder die Alternative ist, relativ viel Geld zu bezahlen, um die Braids einflechten zu lassen. Das heißt, man hat auf jeden Fall schon mal zwei Hürden, Braids zu tragen. Was mich persönlich auf lange Dauer auch gestört hat, ist der Fakt, dass ich sie vom Gefühl her vom Anfassen nicht so cool fand. Und ich persönlich, ich mag das, wenn die Haare relativ weich sind. Zum Beispiel möchte ich mir jetzt gerne meine blondierten Spitzen wieder schneiden, weil die ein bisschen trocken sind unten und das mag ich nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, dann habt ihr Braids und ihr habt wirklich vom Ansatz bis zum Ende der Braids trockene Haare, wenn man so möchte. Die sind halt einfach nicht so weich und das persönlich stört mich jetzt so von der Haptik ein bisschen, muss ich gestehen. Was mich auch stört, ist das Gewicht. Es hat mich langfristig gestört, jeden Tag ein ziehendes Gewicht irgendwie so am Kopf zu haben, was einen 24/7 begleitet. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen zu Kopfschmerzen führen kann, wenn man quasi dauerhaft an den Haarwurzeln ein Gewicht hängen hat. Weiterhin muss ich sagen, ich habe mit den Braids keine richtige Schlafposition gefunden. Also es war wirklich so, egal wie ich mich irgendwie hingelegt habe, die Braids waren in den meisten Fällen im Weg. Ich finde, es war so ein bisschen so, als würde man eine Art Perücke tragen. Eine Perücke hat halt ein gewisses Eigengewicht und ihr merkt es wirklich konstant auf dem Kopf, dass ihr gerade irgendwas da habt, was schwer ist. Ich bin mir sicher, es gibt auf jeden Fall auch sehr teure, sehr gute Perücken, wo man das vielleicht weniger merkt. Aber ich mit meinem kleinen Studentenbudget, Geldbeutel, kann euch auf jeden Fall sagen, man spürt es immer. Und ich muss dazu halt sagen, ich bin so ein Mensch, das ist so ein bisschen wie mit dem Abschminken. Damit kann man das, glaube ich, auch ganz gut vergleichen. Ich mag das zwischendurch geschminkt zu sein, aber ich finde es mindestens genauso geil, sich dann irgendwie abzuschminken und das Gefühl zu haben, boah, die Plörre ist runter. Ich fühle mich richtig gut jetzt abgeschminkt. Und das hast du halt mit den Braids nicht. Also du kannst nicht sagen, Braids ziehe ich mal ab, genauso wie eine Perücke. Und dann habt ihr diese Leichtigkeit und plötzlich das Gewicht nicht mehr und so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie mit, ich vergleiche das jetzt einfach mal, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie mit Fake-Wimpern. Also ich hatte auch schon mal Wimpern und habe das mal ausprobiert, aber es hat mich immer gestört. Da war halt irgendwas, was da nicht hingehört. Und das Gefühl hatte ich halt so ein bisschen bei den Braids. Ich glaube, das ist sehr stark gewöhnungsabhängig. Und ich glaube, je länger ihr Braids tragt, desto weniger stören sie auch. Aber ich persönlich muss sagen, ich konnte mich da nur so semi-gut dran gewöhnen. Und ich fand es halt wirklich befreiend, die wieder rauszumachen. Auch dies ist wieder nur eine subjektive Meinung, genauso wie mit den Wimpern oder mit den Perücken oder halt auch mit Fake-Nägeln. Ich hatte auch schon mal eine Zeit lang mir Nägel machen lassen und auch das ging mir früher oder später immer auf die Nerven. Also es kann halt wirklich sein, dass es jetzt an mir persönlich liegt, dass ich einfach dieses Fremdgefühl nicht mag. Was mir tatsächlich auch sehr auf die Nerven gegangen ist, ist das Haarewaschen. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann sie nicht richtig waschen, weil du immer quasi so drumherum gewaschen hast, die Kopfhaut. Und es war halt nicht so, du schamponierst dir den ganzen Kopf ein oder so. Weil hättest du das gemacht, dann wären die Braids halt gefühlt mindestens bis zum nächsten Tag getrocknet. Ich habe das nämlich ein, zweimal gemacht, aber die Braids wollten einfach nicht mehr trocken werden. Also im Prinzip war alles, was man irgendwie mit den Teilen gemacht hat, anstrengend. Ich glaube, es ist halt wirklich eine sehr große Gewöhnungssache, aber ich persönlich habe halt einen sehr aktiven Lebensstil. Ich liebe Pole Dance und Joggen und solche Sachen. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, gerade wenn ihr dann so kopfüber an der Stange hängt und ihr habt dieses Extragewicht auf dem Kopf, es ist ein komisches Gefühl. Da kann man sich, glaube ich, echt noch dran gewöhnen, aber ich persönlich präferiere das Gefühl ohne Braids. Werde ich mir nun also in meinem Leben nie wieder Braids machen. Ich bin mir sicher, ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es in bestimmten Lebensphasen halt richtig gut passt, gerade wenn man kein Pole Dance macht. Mehr fällt mir auch nicht ein. Ich bin mir sicher, ich werde mir auf jeden Fall nochmal Braids machen und das nochmal ausprobieren. Ich glaube aber eher, dass ich das eventuell in einem Laden machen würde, wo das andere für mich machen, weil ich persönlich auch das Einflechten echt anstrengend fand nach ein paar Stunden. Das kann man so ein bisschen machen, so 2-3 Stündchen, aber ich habe da deutlich länger für gebraucht. Ich bin da auch nicht so geübt drin. Und ich glaube, ich würde es dieses Mal tatsächlich professionell machen lassen, weil es günstiger ist, es weniger Nerven frisst und deutlich weniger Arbeit ist. Ich glaube, man gewöhnt sich nach einer Zeit auch an dieses Kopfspann und auch die anderen Dinge, die ich beschrieben habe, die werden, glaube ich, mit der Zeit besser werden. Es ist jetzt also absolut kein Video, was gegen Braids ist oder so. Im Gegenteil, ich finde Braids immer noch wunderschön. Ich finde sie nur genauso wie Fake-Nägel oder Fake-Wimpern. Ich finde es nicht so alltagstauglich. Also
ich glaube, ich mag einfach dieses Fremdkörpergefühl nicht. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, nochmal Braids auszuprobieren. Sie sind wunderschön, es ist auf jeden Fall auch noch ein Erlebnis wert. Und man freut sich auf jeden Fall die ersten Tage. Man denkt sich so, oh, ich habe plötzlich so lange Haare und die sind so schön und mal eine andere Farbe. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Also ich bin absolut gar nicht gegen Braids, ich finde es immer noch super toll, aber für mich persönlich finde ich es halt ein bisschen schwierig, Braids in meinen Alltag zu integrieren. Ich bade super gerne und da muss ich halt auch immer gucken, okay, ich muss die Braids ein bisschen höher packen, damit die nicht nass werden und in der Badewanne rumschwimmen. Dann würde ich das total nervig finden, wenn ich jetzt ständig Braids tragen würde und ich müsste das jeden Monat neu machen, weil der Ansatz so schnell nachwächst. Und auch beim Poledance ist es natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Also Braids passen nicht in meinen regulären Alltag rein. Falls ich jetzt aber mal im Urlaub sein sollte oder so, würde ich es auf gar keinen Fall ausschließen, dass ich das nochmal ausprobiere, weil ich sie halt wirklich so schön finde. Ihr könnt mir ja sehr gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob bei euch das Positive oder das Negative überwiegt, was eure Erfahrungen sind, ob ihr Braids ausprobieren würdet und ob euch so ein Fremdkörpergefühl auch so auf die Nerven geht oder ob ich da vielleicht alleine mit bin. Ich verhaspel mich jedes Mal, wenn ich ein Video zu Ende bringen möchte und deswegen wünsche ich euch einfach nur einen schönen Tag und auf Wiedersehen.